Wir sollten einen Scan machen. Ja, um diesen scannerhaften Freunden, Worten wollte ich eigentlich sagen, begrüße ich euch zurück zu Ghostbusters. Herzlich willkommen an alle Neuen und an alle Wiedergänger. Wie immer, wir gehen jetzt auf Geisterjagd. Was? Okay, ich behaupte nicht, das wäre ein schlechtes Zeichen, aber es ist definitiv kein gutes. Das tut nur einen Moment lang weh. Was macht er denn da? Ist er besoffen? Pack den Scanner weg, Mann, und schieß hier rum. So. Wollen wir mal. Hast du das gehört? Das Ding ist hier irgendwo. Okay. Oh oh, da drin ist jemand. Okay, dann machen wir mal ganz vorsichtig die Tür auf, Leute. Ja. Komm hier aber nicht rein, weil... Was ist denn mit der Tür hier los? Soll das so scheiße sein? Leute, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, dass das so nicht okay ist. Naja. Was sollen wir machen? Ich glaube, die wollen uns etwas sagen. Bist du dir sicher, Ray? Bist du dir sicher, dass die uns was sagen wollen? Ich wundere nur, wieso kommen wir denn da hinten nicht rein? Ey, das wird doch mal vorbei, Ray. Was ist denn los mit dir? Hier können wir nichts machen. Hier würde ich gerne reingehen. Kommen wir aber nicht hin. Ich komme da einfach nicht hin. Ich würde da so gerne reingehen. So. Los, komm raus, wo immer du stehst. Oh Mann, wir sind nicht allein. Ich muss vorsichtiger sein. Bist du okay? Ich bin total okay. Bam, Tür auf. Was hat Hoover sonst noch gesammelt? Kindergeschrei hier gerade. Das ist richtig, Kumpel. So. Hier ist es. Spezialsammlungen. Diese Räume sind voll seltener und wertvoller Bände. Okay, sie ist mit Egen hier drin. Keinen Laut. Sieh das gerade. Da rein. Würde gerne durch diese Tür. Gut, den haben wir. Wollen wir hier? Das ist irgendwie gruselig, Leute. Fast fertig. So, voll drauf halten. Nee, jetzt lieber nicht zu uns. Es scheint, als würden sie uns die gesamte Science-Fiction-Abteilung entgegen. Wir können nicht durch die Schilde ballern! Ihre Schilde. Sie mit dem Sperrstein auf ihre Schilde. Schubst die Schilde weg! Bringt schon Spaß, so als Ghostbuster hier rumzulaufen. Wär's doch bloß so. Wo ist sie jetzt wieder hin? Erhöhte Valenzen. Da ist definitiv irgendwo eine Spur.
Ah, ich merke das schon. Okay. Ein Geheimgang, Leute. Ein geheimer Tunnel. Ich wusste nicht mal, dass dieser Bereich existiert. Die Hausmeister wohl auch nicht. Was sind das für Dinge? In Tobin sind die nicht aufgeführt. Nein, die sind im überarbeiteten Ätherik-Katalog. Ich glaube, die graue Dame erzeugt sie aus den Büchern und kleineren Geistern hier. Sie könnte mächtiger sein, als wir dachten. Hm. Mann, ist das toll. Ich könnte einen Monat damit verbringen, diese Bücher zu katalogisieren. Sei vorsichtig mit dem, was du dir hier unten wünschst, Ray. Na, wärmer, 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 heiß. Wow, sieh dir das an. Ray, ich bin nicht wirklich davon überzeugt, dass das der beste Plan ist. Hey, ich wette, das ist eine Falle. Willkommen in der Heimat, Ray. Ach, hey. Uiuiui. Schon wieder über diese Bücher. Sehr schön gemacht, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ui, kommt der noch her? Ich finde das auch super, dass wenigstens einer von denen dann immer hier die nächste Schussoption benutzt, ne? Also dieses Einfrieren, beziehungsweise den Stase setzen. Das finde ich gut. Meistens ist es ja so, dann müssten wir das jetzt die ganze Zeit erledigen. Special Fähigkeit. Autsch! Pass auf, Egon! So, die haben wir auch. Ja, Leute, wie immer, ne? Herzlich, herzlich willkommen. Ich sage euch, dieser Gebäudeteil ist instabil. Die Decke könnte jederzeit einstürzen. Unser Hirn macht Experimente immer und du kannst hergehen. Nein, ich habe die Fragen sollen nachgehen. Was? So, ich schmeiß schon mal eine Falle hin. Falle. Ziel hoch. Genau so. Hey, ich bin auf deiner Seite. Komm schon. Jetzt aber. Hä, wieso? Wie kam denn da jetzt wieder raus? Komm schon, ab in die Falle. Sehr schön. Gut, Falle aufgesammelt. Hey, graue Lady. Oh Mann. Nee, nicht. Psch. Ist gut. Psch. Gruselig. Diese Balken sind schwer verkeilt. Moment. Ja, Moment, hier gibt's was zu sammeln. Irgendwo. Den wollte ich doch mal eben haben. Wieso können die das eigentlich nicht machen? Mal einmal entlüften. Ups. Das wollte ich nicht. Höchstwahrscheinlich furchteinflößend. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, Egon. Es hilft nicht, hier nur zu spekulieren. Und auch
feucht. Wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass der gleich aufstehen wird. Wenn man das auch ist. Versuch mal, ob du die Stromquelle findest. Ja, ich sehe eine Stromquelle. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob ich die betätigen sollte. Guti. Toll, der Rekrut hat sie gefunden. Ich frage mich, ob es eine gute Idee ist, in 50 cm hohem Wasser zu stehen. Das hat nicht geklappt. Ah, den kennen wir ja schon aus der Main Hall, ne? Wo das der Raum jetzt ein bisschen enger ist. Ray braucht einen Sanitäter. Können die anderen aber genauso gut machen. Wieso macht das keiner? Batz! Hui! Ich bin kein großer Fan von bidimensionalen Klasse 6 Attraktoren. Da stimme ich dir zu. Wir hatten Glück, dass er sich nur in ein paar alten Büchern manifestieren konnte. Sehr freundlich. Hübsch. Hier drin könnte niemals was Böses passieren. Heißt sie! Flankiert sie! Sie kann nirgendwo hinfliehen! Außer durch das Gitter. Ich weiß nicht recht, wie das Flankieren funktionieren sollte. Oh Mann, brennende Kohle. Und diesmal noch zwei. Ja, toll, Ray. Sag uns doch mal, wie viel Glück wir haben. Ist gut? Putsche, na gut, was ist tot? Hier stirbt man ja eigentlich gar nicht. Komm schon, und weiter feuern. Ray, wie immer, umgekippt. Komm schon. Sehr schön, den haben wir. So, Ray, steh auf. Egon, wo bist du? Den Zeitpunkt haben wir vermutlich verpasst, Ray. Tja, wir können ihr nicht durch das Gitter folgen. Gibt es einen anderen Weg? Stimmt, wenn wir uns hier durchballern. Genau. Was hast du da gefunden, Kumpel? Gute Arbeit. Spengler, der Zuge hat den Ausgang gefunden. Ich habe das Pack mit was Neuem erweitert. Das ist das PVS, Plasma-Verteilungssystem. Im Grunde ein Schleimsprenger Mark II, aber deutlich modifiziert. Die Plasmaspeicher sind jetzt in das Protonenpack integriert. Es verwendet eine Basiskultur aus Ektoplasma, um Entitäten zu beschädigen, ätzenden Schwarzschleim zu deaktivieren und unsichtbare Strukturen auf der ätherischen Ebene sichtbar zu machen. Um den Schleimsprenger zu benutzen, musst du einfach zielen und spritzen. Er neutralisiert aktive Ansammlung von schwarzem Schleim. Er schließt auch alle Portale, die sie öffnen. Okay, dann schauen wir erstmal. Genau, wir haben doch bestimmt neue Ausrüstung, oder? So, im Besitz. Kaufen wir erstmal wieder so ein bisschen. Oh, den haben wir. Den haben wir. Ich habe schon lange nichts mehr gekauft, ich habe das total vergessen. Na gut, wir haben ja vorher auch immer nur Mafia 3 gespielt, ne? Da kann man natürlich einiges vergessen derzeit, was man hier überhaupt machen konnte. So, irgendwas noch, was wir mitnehmen können? Genau. Alles klar. So, da haben wir erstmal wieder ein bisschen aufgerüstet. So, der Schleimsprenger. Neutronisierter Schleim.
schön. Unsere eigene Abkürzung zur Hölle. Schauriger Ort. Ob der Sammler hier die Bibliothekarin getötet hat? Ich glaube, davon könnte man mit Sicherheit ausgehen. Dieses Buch gibt massiv Energie ab. Das ist ein Stichwort, Killer. Auf Sie! Na schön, ich darf die Drecksarbeit machen. Gut. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an, oder? Irgendwo, wo wir mit dem Schleim hinspullern müssen? Nee, ne? Vielleicht können wir die ja auch gleich in die Falle saugen. So. Das hat sie ziemlich gut hingenommen. Besser als ich erwartet hatte. Es ist nur logisch, wenn ihre Restgeistenergie mit dem Buch verbunden ist. Der Gosa-Kodex, richtig? Da wir das jetzt haben, dürfte ihr Echo freigesetzt worden sein. Sie ist weg. Ich glaube, wir haben ihr geholfen, hinüberzutreten. Bin mir da nicht so sicher, Leute. Weiß zwar nicht, was ihr davon gerade haltet, aber... Sie ist schon wieder da. Oh nein. Wow! Die Buchstände generieren ihr Schiff. Wow! Kumpel, die Podien! Voll drauf, voll drauf! Wieso gehen die immer auf mich? Aber warum stelle ich die Frage überhaupt? Über dir! Perfekt. Ich kann den Käfig nicht regenerieren. Immer weiter auf die Buchstände. Sie schirmt sich mit den Kodexen ab. Kümmere dich um die zuerst. Ich versuch's. Treffen nur nix. Harry angehen, oder Leute? Sie schirmt sich mit den Kodexen ab. Ja, ich hab's doch verstanden. Das war's. Jetzt greifen wir die Bibliothekarin direkt an. Ich weiß auch gar nicht, bringt der Schleim irgendwas? Ja, kann ich wenig. Da, links von dir! Rechts
Wieso kloppt die uns eigentlich mit einem Fuck immer weg, ey? Das ist doch gar nicht. Hab ich schon. Ab in die Falle, graue Lady. So. Komisch. Das war nicht so schwierig wie erwartet. Ich hab gerade dasselbe gedacht. Es war fast zu einfach. Als wollte sie, dass wir den Kodex bekommen. Ja, als wollte sie, dass wir den Raum auseinandernehmen. Aber warum? Ein dimensionsübergreifendes Portal von der 5. zur 4. Eine Welt voller Geister. Davon träume ich seit dem College. Steht alles im Monarchia Dämonen. Fantastisch. Eine Geisterwelt. Nicht so enthusiastisch, Ray. Ich habe das Gefühl, sie tat das, damit wir einen Freund von ihr treffen. Na, wenn wir hingehen. Keine große Wahl, oder? Es ist der einzige Ausgang. Du da, geh voraus. Keine Sorge, wir machen sowas stündig. Ach so, ja, ja, klar. Na dann, ne? Gehen wir mal. Geronimo! Was zur... So sieht die öffentliche Bibliothek also von der anderen Seite eines dimensionsübergreifenden Portals aus. Eine von unendlich vielen möglichen Konfigurationen. Du weißt schon, theoretisch. Okay. Wir finden uns also so gesehen in der, kann man sagen, in der Geisterwelt? Beziehungsweise in der Welt von Goza. Schwarzer Schleim. Los doch, auf geht's! Oh, Geronimo! Obwohl, jetzt kennen wir das ja mittlerweile, jetzt brauchen wir das nicht mehr sagen. Wissenschaftliche Methode, Ray? Ha! Toll! Die Eingeborenen sind unruhig. Tja, sie wissen definitiv, dass wir da sind. Ach, wirklich? Schon. Oh, das merkt man richtig, das Upgrade. Jetzt können wir einen Protonenpfeil schießen. Und auch super lange. Super lange mit unserem Frontal schießen. Ohne dass wir überhitzen. Ey, super. Oh, 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 oh. Aufstehen. So. Ja. Hier ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Mir kommt das gerade so vor, als wäre ich hier eben gerade schon gewesen. Vielleicht sollten wir einfach den Gang da oben nehmen. Was meint ihr? Okay. Okay, vielleicht auch nicht. Man kann sich auch mal irren. Gut, versuchen wir es hier einfach mal. Okay, man könnte natürlich die noch links und rechts hier oben benutzen. Okay, da können wir nicht weiterhin. Gut, gehen wir hier halt wieder zurück. Dann bleibt ja eigentlich nur noch hier hinten. Dort sprinte ich mal extra für euch. Ah,
Ich habe das Gefühl, das sieht nicht gut aus. Ey, lass dich doch nicht umhauen hier. Und weiter schießen. Nicht aufhören. Immer schön weitermachen. Immer schön weiter schießen. Da haben wir ihn ja doch noch gerade so erwischt. Also das war echt peinlich. Moin, da seid ihr wieder. Das schreit nach einem Schleimschnapper. Um einen Schleimschnapper zu spannen, schießt du auf den ersten Ankerpunkt, dann auf den zweiten. Der aktivierte Schleimschnapper zieht sich dann zusammen. Je mehr Schnapper du an einem Punkt befestigst, desto stärker wird die Reaktion. Da ihre ektoplasmatische Ladung nur kurz wirkt, werden die Schnapper mit der Zeit spröde und brechen. Schieß mit einem anderen Ausrüstungsteil. Wie ein Profi! Cool. Okay, das ist auf jeden Fall hilfreich. Wird bestimmt noch häufiger benutzt werden. Ha, sieh dir das bloß mal an. Mann, wir sollten das wieder zurückbringen können. Ja. Geisterwelt oder nicht, die Hebelgesetze sollten überall gleich sein. Das auflösen, ne? Na los, Herkules, drück mal fest dagegen. Ich versuch's doch. Ah ja, das ist echt heiß, so. Kadett. Ich glaube, diese Ereignisse sind miteinander verbunden. Die Gosa-Ausstellung, der riesige Energieimpuls, das Sedgwick Hotel, die Rückkehr des Marshmallow-Manns. Ja? Ja, auch das hier. Alles weist auf einen einzigen Ursprungspunkt hin. Ilyssa? Ilyssa, du glaubst, sie spielt hierbei eine Rolle? Vielleicht nicht absichtlich, aber fast definitiv. Gut, hier ist nichts. Ich wollte nur mal eben schauen, weil das so verdächtig war, dass man hier weitergehen konnte. Okay, dann schauen wir hier weiter. Gehen mit Ray durch dieses Portal. Na klasse, das war eigentlich wieder so logisch, oder? Merkt das schon. Das ist bloß das so ein Spiegelgeist oder sowas. Versuche immer die Spiegel zu zerstören. Verzogen. Da noch mal einen hin. Da haben einmal. Da sind ja auch noch Spiegel. So, damit haben wir noch lange nicht alle. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ui. Kann er wenigstens nur noch da hinten austreten. Richtig? Ich täusche mich jetzt nicht. Nicht, dass es... So, da ist ein Spiegel zerstört da. Aber ich glaube, das ist ein Spiegelgeist. Der braucht auf jeden Fall diese Spiegel. Oder auch nicht. Oder ich habe da einen übersehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hä? Ah, da hatte ich ein Spiegel übersehen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Da kam der kleine Wichser gerade raus.
Wow! So, rein mit dir! Gut. Okay, wo geht's jetzt hin? Hier lang oder wie? Ja, hier geht's weiter, okay. Einmal durch. Ich habe schon zweimal versucht. Es muss ein anderes sein. Wo sind die anderen? Nein, nicht das da. Ich habe eine bessere. Diese Dimension ist extrem explosiv. Sie scheint sich selbst auseinanderzureißen. Wir müssen hier raus. Lass mich raten, Leute, das ist nicht gut. Hey, was werfen die denn jetzt? Oh nein. Hast du was Furchterregendes gesehen hier? Stufen, jede Menge Stufen. Komm schon, halt ihn auf. Sehr schön. Haben wir ihn? Yes. Bam, und der ist auch weg. Okay, dann schauen wir hier mal weiter, ob wir hier irgendwo... Oh nee, ey, nicht drei gleich von denen. Gut. Denk mal. Ja, wir können irgendwas aufwerten. Ihr könnt irgendwas auf. Ey. Jetzt reicht's hier gleich. Drecksflattervieh hier im Zimmer. So. Boah. Haben wir es nun? Ich glaube schon, oder? So, lass uns mal durch dieses. Da unten ist jemand. Hier ist irgendwas. Hier ist doch irgendwas. Ich habe es auch rausgeschafft. Hey Champ, wir gehen erst, wenn du uns findest. Das ist nett von euch. Eine lange Treppe. Das Ausgangsportal befindet sich am oberen Ende. Eine lange Treppe, das scheint die zu sein, oder? Oh oh.
Nein! Nein! Ne. Okay, vielleicht muss ich da einfach ein bisschen länger drauf halten. Ich habe es auch rausgeschafft. Hey, Champ, wir gehen erst, wenn du uns findest. Das ist so nett von dir. Nach einer langen Treppe. Das Ausgangsportal befindet sich am oberen Ende. Bei mir kommen natürlich die ganzen Flatterviecher hier, ne? Bewegung, Kumpel. Wir wollen hier definitiv nicht festsitzen. Fuck! Was soll das denn? Okay. Den Schnapper also. Verschwindet ihr ekelhaften Bücher. Nee, bleibt mal schön hier. Hast du das gehört? Das, wo der Sammler ist, nach dem wir suchen. Ich glaube, er nennt sich jetzt Azedlo. Hey Kadett, bist du okay? Hört sich an, als käme das näher. Schaffst du es zu dem Portal oben an der Treppe? Ich versuch's. Besuche es auf jeden Fall. So, hier noch. Nur weiß ich noch nicht. Das sollte funktionieren, oder? Dann auch wieder 9. Glibber, glibbi. So. Und weg. Es gefällt mir, was die hier geschaffen haben. Aber ich hoffe, das Portal wird uns wieder in die Bibliothek bringen. Genau genommen sind wir wieder in der öffentlichen Bibliothek. Die Dimensionsmembran muss hier extrem dünn sein. Jemand hält uns hier fest. Der Sammler. Ja, Azedlor will seine Sammlung erweitern und er ist vermutlich nicht sehr erfreut darüber, dass wir den Gozer-Kodex mitgenommen haben. Ach ja, wie will ein perverser kleiner Bücherwurm uns Angst einjagen? Er hat Eleanor Twitty dafür umgebracht, als er noch lebte, und ein Dutzend andere, nur um das zu verbergen. Hey, Sammler, wir nehmen dein Buch. Wie gefällt dir das? Er ist genau hinter mir, stimmt's? Tja, du hast ihn wohl aufmerksam gemacht, Ray. Oh Mann! Er widersteht meinem Protonenstrahl! Sieh mal, sein Gesicht wird von schwarzem Schleim geschützt. Das muss der Schlüssel sein. Hey Junior, hol die Düse raus und spritz ihn ab! Probier's! Probier's ja. Neutronisiere den schwarzen Schleim auf seiner Maske. Ich mach das doch schon. Was wollen die denn? Sie ist sauber! So, Igor auf den. Igor, meine. Benutzt den Sperrstrahl, um ihm die Maske runterzureißen. Igor, hilf mir beim Offenhaben! Ja, Volltreffer! Oh nein, wir haben gerade seine
Jetzt mach ihn fertig! Konzentriere dich auf das Auge! Er hat dem Protonenstrahl nichts entgegenzusetzen! Triff sein Auge! Wir haben ihn schon fast! Und fast, ey, gerade erst angefangen. Ui! Schnell! Ray, wo bist du? Da! Ne! Bitte nicht! Hoch mit dir! Mitten ins Wespennest, Kumpel! Jetzt wird's kritisch. Aufstehen. Du auch noch. Ich probier's ja, aber. Das wird echt heftig, Mann. Alter, das ist fast gar nicht übertrieben. Mission fehlgeschlagen, ey. Boah, ey. Puh. Das gefällt mir, was die hier geschaffen haben. Kann man das überspringen? So. Steht meinem Protonenstrahl! Sieh mal, sein Gesicht wird von schwarzem Schleim geschützt. Das muss der Schlüssel sein. Hey Junior, hol die Düse raus und spritze ihn ab! Gibt's doch schon. Neutronisiere den schwarzen Schleim auf seiner Maske. Irre es. So, jetzt aber. Wo ist er denn? Wo ist Ray? Ja. Alter! Das ist so übertrieben, ey. Das ist so übertrieben, ey. Ja, er stirbt auch noch, ey. Das ist sowas von übertrieben. Alter, guckt euch das nochmal an. Ey, meine Herren, ey. Auch mit dir. Ey, ganz ehrlich, Leute. Ich mach erstmal Schluss. Vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Ghostbusters. Und dann versuchen wir mal Arzt mal auszuschalten. Aber jetzt gerade nicht. Naja, schönen Tag noch, Leute, und bis zum nächsten Mal.